Massaker in Gaza geht weiter. Mit deutschem Geld und mit deutschen Waffen. Und jetzt begründet Armin Laschet im Deutschen Bundestag, warum die CDU es für eine gute Idee hält, noch mehr Waffen an Israel zu liefern. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hatte nämlich einen Stopp aller Waffenlieferungen beantragt. Alle anderen Fraktionen, einschließlich der AfD, einschließlich der CDU, hatten diesem Antrag nicht zugestimmt, sind also für eine Fortsetzung der Waffenlieferungen nach Israel. Das ist keine Nahostdebatte, die wir jetzt führen. Dazu bräuchte man natürlich viel mehr Zeit. Wir haben 3 Minuten pro Redner. Sondern es ist eine Debatte über einen Antrag des BSW. Und ich finde, er entlarvt den BSW, jedenfalls in außenpolitischen Fragen, in dieser Woche eklatant. Wir sind eine Gruppe, eine Partei, die in dieser weltpolitischen Lage keine Empathie für Opfer von auswärtiger Aggression, von Menschenrechtsverletzungen, von Gewalt. Ist ja unfassbar. Also Israel hat im Gazastreifen schon mehr als 40.000 Menschen umgebracht, mehr als die Hälfte davon Frauen und Kinder, die riesige Mehrheit Zivilisten. Israel hat im Libanon schon 2.000 Menschen umgebracht. Die Mehrheit davon Zivilisten. Also Israel hat im Libanon schon mehr Zivilisten umgebracht, als in Israel am 7. Oktober gestorben sind. Von Vergewaltigung von Frauen, Vergewaltigung von Frauen. Vergewaltigung von Frauen, das ist ein gutes Stichwort. In israelischen Foltergefängnissen werden Frauen tatsächlich standardmäßig gruppenvergewaltigt. Also es sind dann häufig Frauen, die im Gazastreifen oder im Westjordanland von israelischen Besatzungstruppen aufgegriffen wurden. Aufbringen. Das ist ein einzigartiger Vorgang, dass hier ein Präsident eines überfallenen Landes spricht und sieh, wie diese Leute hier rechts von mir dieser Debatte fernbleiben. Das zeigt ihre mangelnde Empathie. Sie müssen ja gar nicht mit Herrn Selenskyj übereinstimmen. Aber der Respekt, wenn jemand angeht. Es sollte doch eigentlich um Waffenlieferungen nach Israel gehen. Wieso redet Laschet hier jetzt über die Ukraine? Angegriffen wird, dem beizustehen, ist das Erste. Das Zweite erleben wir jetzt. Heute ist Donnerstag, das letzte war am Dienstag, zum zweiten Mal. Sie haben keine Empathie für die, die angegriffen worden sind, für die 1.200 ermordeten Menschen. Sie sagen, Sie wollen keine Waffen exportieren. Im Libanon über 2.000 Ermordete, rund 2.000 Ermordete, im Gazastreifen über 40.000. Israel hat im Gazastreifen schon Dutzende 7. Oktober veranstaltet. Aber diesen Menschen darf man keine Empathie haben. Also genau das fordert das BSW ja. Stopp der Waffenlieferung, damit das Gemetzel nicht mehr weitergeht. Wie soll sich denn Israel verteidigen? Wie soll es denn die Geiseln befreien? Es ist so widerlich. Also die Geiseln könnte man durch Verhandlungen befreien. Die Hamas hat schon mehrfach die Freilassung aller Geiseln angeboten gegen einen dauerhaften Waffenstillstand. Das wollte die israelische Regierung nicht. Also Mitglieder der israelischen Regierung, ich kann es hier nochmal einblenden, die tun sich dann durch solche tollen Aussagen hervor. Finanzminister Smotrich hält es beispielsweise für moralisch gerechtfertigt, die 2 Millionen Palästinenser, die in Gaza leben, verhungern zu lassen. Aber die internationale Gemeinschaft lässt Israel dies leider nicht tun. Das würde Israel nämlich an Legitimität kosten. Also Mitglieder der israelischen Regierung halten einen Völkermord in Gaza für moralisch gerechtfertigt. Wie offen sollen sie es noch sagen? Netanyahu hat gesagt, dass er aus dem Libanon ein zweites Gaza machen will. Wie soll es denn die militärische Struktur der Hamas zerschlagen ohne Waffen? Sie können. Das wird nicht passieren. Also jeder Militärexperte sagt, dass die Hamas-Führung, die sitzt in Katar, die wird von Katar finanziert, die wird Israel nicht zerschlagen. Das wird nicht passieren. Und Katar ist ein enger westlicher Verbündeter, da steht die größte amerikanische Militärbasis in der Region. Katar wird die Hamas auch noch weiter finanzieren. Also egal, wie viele Waffen Israel hat. Sie können sagen, ja, bitte Menschenrechtskriterien einhalten. Okay, darüber kann man Debatten führen. Ob der Menschenrechtsrat, den Sie hier zitieren, mit all den Ländern, die Sie da als Zeuge benennen, Kuba, China, die Malediven, die gerade gegen jeden Israeli ein Einreiseverbot erlassen haben, das mag ich mal bezweifeln, ob Sie da die richtigen Freunde und Verbündeten haben. Aber dass wir über humanitäres Völkerrecht sprechen, das ist völlig in Ordnung. Das kann man machen, aber man muss auch sagen, wenn man hier Geiseln befreien will, die untergebracht werden in Privathäusern, die Tunnel der Hamas sind unter Schulen, Kindergärten und Krankenhäusern. Das müssten Sie hier benennen. Ja, durch seine Angriffe auf zivile Infrastruktur hat Israel schon zahlreiche Geiseln getötet. Es gibt übrigens die Hannibal-Doktrin. Also am 7. Oktober und in den Tagen darauf hat Israel auch Geiseln, die sich in Israel befanden, getötet. Also Israel hat zahlreiche israelische Geiseln absichtlich getötet, weil es
Geiseln als Kombattanten sieht. Also es sieht auch eigene Geiseln als legitime Ziele. Dann hätten Sie eine ausgewogene Rede gehalten. So haben Sie nur entlarvt. Sie stehen nicht auf Seiten der Opfer, nicht auf Seiten der Menschenrechte, sondern machen Ihre ideologischen Spiele. Und deshalb werden wir Ihren Antrag ablehnen. Es ist ja widerlich. Über 40.000 Tote in Gaza, 2.000 Tote im Libanon. Israel führt gerade einen brutalen Krieg im Libanon. Israel hat in Syrien in den letzten Jahren schon tausende Menschen umgebracht. Alles völkerrechtswidrig natürlich. Israel hält die syrischen Golanhöhen völkerrechtswidrig besetzt. Israel hat im Westjordanland seit dem 7. Oktober schon hunderte Menschen ermordet. Auch die israelischen Truppen, die israelischen Siedler halten sich auch dort völkerrechtswidrig auf. Aber hey, wer Waffenlieferungen an die israelische Regierung stoppen will, der ist gegen Völkerrecht und Menschenrecht. Das ist so absurd. Hier nochmal ein paar Zitate der israelischen Regierung, bevor dieser Völkermord in Gaza begonnen wurde. Wir werden Gaza zu einer Insel aus Ruinen machen, Benjamin Netanyahu. Jetzt gibt es nur ein Ziel, Nakba. Also die Vertreibung der Palästinenser. Eine Nakba in Gaza, die die Nakba von 1948 in den Schatten stellen wird. Das hat ein Abgeordneter der Regierungspartei Likud gesagt. Die israelische Regierung sagt offen, was sie will. Oder hier, der IDF-Sprecher Daniel Hagari. Wir werfen hunderte Tonnen von Bomben auf Gaza. Der Fokus liegt auf Zerstörung, nicht auf Genauigkeit. Das, was Hagari hier referenziert, ist die Dahir-Doktrin. Also das absichtliche Angreifen ganzer Stadtviertel, das absichtliche Einäschern ganzer Häuserblocks. Das ist eine Kriegsstrategie des israelischen Militärs. Und das wird in Gaza sehr konsequent umgesetzt. Oder nehmen wir die Äußerung von Yoav Gallant. Wir haben Strom, Wasserversorgung, alles nach Gaza eingestellt. Und wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir handeln entsprechend. Also an solche Leute liefern wir hier gerade Waffen. Armin Laschet will uns hier erzählen, dass das dass man gegen Menschenrechte wäre, wenn man so eine Regierung nicht mit Waffen beliefern wolle. Also vollkommen widerlich.